Guten Abend aus dem kroatischen Autoclub. Auf den meisten Straßen und Autobahnen im Land ist der Verkehr verstärkt, besonders auf der A1 Autobahn, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac und A6 Rijeka-Zagreb in beiden Richtungen. Alles verläuft ohne größere Schwierigkeiten. Auf der Autobahn in Istrien fährt man in einer 10 Kilometer langen Kolonne in Richtung Slowenien. Erwartete Störungen entlang der Adria-Straße und in Istrien in der Nähe zu größeren touristischen Ortschaften. Die Schnellstraße Solin-Kliss wird heute um 23 Uhr für 30 Minuten für einen Verkehr gesperrt sein, wegen Bauarbeiten. Pkw-Verkehr ist verstärkt auf den Grenzübergängen in Istrien, gelegentlich in beiden Richtungen, besonders auf den Grenzübergang Kastell und auf Macelj in beiden Richtungen. Alle Fähren verkehren laut dem Fahrplan. Die Notrufnummer des kroatischen Autoclubs ist 03851. Gute Fahrt. Radio blog. Četvrtkom na drugu.